Marlon, du kommst gerade frisch vom Trainingsplatz. Erzähl mal, wie war das Training so? Ja, das Training war heute relativ entspannt. Nach 2 Tagen frei sind wir relativ locker reingekommen. Ein bisschen warm machen, Ballschule, Passspiel und dann haben wir uns 25 Minuten ausgelaufen. Du bist jetzt seit gut 6 Wochen hier beim MSV. Welchen Eindruck hast du so gewinnen können von der Mannschaft, vom Verein und natürlich auch vom Trainer? Ich finde, es ist alles sehr familiär im Verein. Die Mannschaft ist mir entgegengekommen, hat es mir relativ einfach gemacht, mich hier wohlzufühlen. Vom Trainer, ich mag seine Spielidee. Ich finde, man sieht schon den Stempel auf dem Platz. Die Mannschaft macht es in den letzten Wochen besser. Und deswegen bin ich sehr froh, hier zu sein und fühle mich wohl. Du hast ja den Großteil deiner Jugend für einen Werksclub südlich von Duisburg gespielt, für Bayer Leverkusen. Bist du auch das eine oder andere Mal dann hier im Stadion hinter dir gerade aufgelaufen? Gibt es irgendwelche Erinnerungen, die du da noch hast an Spiele gegen den MSV? Ja, natürlich gibt es Erinnerungen. Ich glaube, wo ich das erste Mal hingefahren bin auch, hatte ich ein Gefühl, okay, das kenne ich. Es war auf jeden Fall nicht fremd. Und ja, ich hatte immer positive Erinnerungen hier, wenn wir gegen Duisburg gespielt haben. Deswegen, ja, war alles gut. Woher kommen die positiven Erinnerungen? Ja, wir haben ja oft in der Liga gegeneinander gespielt und meistens haben wir die Duelle für uns entschieden. Ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt bist du aber hier bei den Profis und wie man jetzt auf dem Pulli auch sieht, hast du dich für die Nummer 37 entschieden. Hat das einen bestimmten Hintergrund? Ja, die 37 war meine erste Nummer bei den Profis in Leverkusen. Damit habe ich meine ersten Bundesligaspiele gemacht. Zudem ist das die Glücksnummer von meiner Mama und deswegen habe ich mich für die 37 entschieden. Du bist in deiner Zeit als Profi jetzt trotz des jungen Alters schon relativ viel rumgekommen, hast ja vielleicht auch mal schwierige Zeiten gehabt. Gibt es irgendwelche Tipps, die du jetzt als 24-jähriger Marlon dem Anfänger-Profi Marlon mitgeben würdest? Ja, ich glaube, ich habe viel gelernt. Ich habe gesehen, wie schnell es hochgehen kann in meiner ersten Saison als Profi. Dann die Ausleihe nach Lautern lief dann nicht so gut. Dann habe ich auch gesehen, wie schnell es auch wieder nach unten gehen kann. Da habe ich viel gelernt, wie stark ich im Kopf sein muss, wie ich mit gewissen Dingen umgehen muss. Und ich glaube, dass ich das alles gemeistert habe in den letzten Jahren und jetzt auch vom Kopf her mental stark genug bin, um schwierige Phasen zu überstehen und andere Situationen zu meistern. Wie sieht es aus? Also du sprichst jetzt von mental stark sein. Gibt es da konkrete Sachen, die man irgendwie sich so aneignet oder mitnimmt? Ja, es gibt ja immer Phasen, wo es negativ läuft, wo man Kritik kriegt, wo man nicht spielt. Und da habe ich halt gelernt, einfach immer positiv zu sein, selbstreflektiert immer zu gucken, was kann man selber beeinflussen, gibst du jeden Tag 100%. Und damit muss man zufrieden mit sich selber sein, um sich dann hinterher keinen Vorwurf zu machen, dass es an einem selber lag, sondern dass man alles dafür getan hat, dass es so gut wie möglich läuft. Und wenn es dann doch nicht so sein sollte, dann kann man sich selber wenigstens keinen Vorwurf machen. Jetzt sieht die Woche bei uns so aus, dass wir als nächstes gegen Viktoria Köln spielen werden. Das ist punktgleiche Tabellennachbar, glaube ich sogar. Worauf wird es da für uns ankommen? Ja, wichtig ist, dass wir defensiv gut stehen, die Null lange halten und vorne sind wir immer gut für ein Tor. Ich denke, es ist wichtig, da 3 Punkte einzufahren, damit wir uns ein bisschen Luft verschaffen. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten 5 Spielen 4 Siege geholt und den Lauf sollten wir weiterführen. Ja, vielen Dank. Das war's schon.